Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu Overwatch auf Militia. Je, im Moment kriegen wir echt die krassesten Maps. Nice, nice, nice. Erst Train, jetzt Militia. Es läuft bei uns. Ist es dieses... Das hat mir jemand von euch schon mal erzählt. Dass es irgendwie manche gibt... Die lassen sich so boosten oder sowas, so eine Art Boosting-Service. Irgendwie machen die mit einem, die machen ein Match auf und gehen dann rein und irgendwie spielen die gegen AFK-Leute oder so und dann leveln die sich, also ranken die ganze Zeit so ab. Oder nur halt einer. Was drückt man denn in so einem Fall? Grief dann oder was? Ich wäre, vielleicht hat er zusätzlich noch irgendwas an, kann er sein. Der Kollege fragt alle ein bisschen an. Damit er jetzt dann einen Collateral Nate Kill machen kann, oder was? Das sah eben tatsächlich ganz kurz fast getriggert aus, der eine, ne? Da ist er so komisch hochgezogen. Wobei man hier ja nie im Leben cheaten müsste eigentlich, oder? Bei sowas? Das hat mir irgendjemand von euch erzählt und ihr habt sogar... Dieser jemand hat mir sogar auch gesagt, oder das Beispiel auf Militia genannt. Ich weiß nicht, ob Militia extra oder sehr beliebt dafür ist, für so eine Art von Cheat, aber... Naja, bei Cheat, ich meine natürlich Exploit oder wie auch immer. Warum macht ihr das nicht? Warum fracken die nicht alle einfach mal an und dann wirft er wenigstens einen Nate, um einen schönen 5er Nate Kill zu machen? Das würde mich ultra befriedigen, aber nein, er muss die Leute einfach abknallen wie so ein Dummkopf. Aber Leute, egal, dann habe ich jetzt gerade mal Zeit, anzukündigen, dass jetzt am... Dienstag eine Dezimator rausgeht, eine M4A1S, ist es die A1S? Ja, ich glaube schon. Dezimator, das wird ein Subscriber-Giveaway sein, also da können alle Subscriber mitmachen, die auf Twitch Subscriber sind. Und für alle Nicht-Subscriber gibt es natürlich auch nochmal ein Skin oben drauf, was nicht so extrem riesig ist. Ja, gut, was heißt riesig? Die Dezimator ist jetzt auch kein Knife, aber ihr wisst, was ich meine. Aber nichtsdestotrotz wird es auch für alle Nicht-Subscriber was Nettes geben. Und ja, seid dabei. 19.30 Uhr geht's los, ihr wisst Bescheid. So, also wird hier noch irgendwas passieren? Was würdet ihr jetzt hier drücken? Was kann man hier drücken? Hat er dieses Zuckeln, ist es tatsächlich eine Aim-Unterstützung? Kann man das hier schon mal vielleicht bestätigen? Es ist auf jeden Fall ein Game-Exploit, oder? Die ranken sich, also ich habe erzählt bekommen, dass sie sich damit abranken. Das seien alles richtige Spieler oder so. Und sie holen dann einfach jede Runde und gewinnen und würden dann so aufsteigen. Wobei das ein komisches Verhalten ist. Wie geht das, dass die einfach alle knien und sowas? Ja, fuck, Mann, das ist doch ein verschissener Aimbot, was er da hat. Ein Trigger, irgendwas. Wie er da rumwackelt, oder ist das seine Verbindung? Was für ein Ping hat denn der? 193, okay, es könnte auch der Ping sein. Ja, das ist wahrscheinlich der Ping, dieses blöde Gewackel. 200er Ping, ja, okay, ich kann hier nicht auf Aimbot gehen, das ist saublödes Gewackel. Nee, das geht. Das kann ich immer nicht machen, Mach doch bitte den Nate-Kill, komm schon, machen. Ach Gott, ich hasse dich, das ist ein Sack, ein verschissener Sack. Ich müsste eigentlich, oh, da jetzt ist noch jemand aktiv geworden hier von den Mates. Wow, wie ist sein Ping, wie hoch? 800! Vielleicht hostet er diese Session irgendwie. Aber halt trotzdem privat oder so. Aber dennoch gezählt. Ich habe keine Ahnung. Aber weil jetzt ein weiterer Spieler aktiv ist, vielleicht schafft er sein BC nicht. Okay, das war ja wohl total beschissen, ey. Was macht man denn da? Also, ich weiß nicht, ob ich ihm da überhaupt irgendwas drücken kann. Ich habe keine Ahnung. Aber sowas muss ja eigentlich auch bestraft werden. Man kann, also, gut, es könnte natürlich dieser Fall eintreten, dass er nichts dafür kann, dass die Leute alle AFK sind und knien, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wallhack lasse ich weg. Aim Assist, das hat einfach so geleckt. Keine Ahnung, was er da hatte. Other External Assistant hat er auch nicht. That was... Anti-Competitive. Ich nehme an, er hat was damit zu tun gehabt und wenn sie damit wirklich ihre Ranks irgendwie boosten, ist es auf jeden Fall Griefing, weil es ist einfach Anti-Competitive. Dann sind die High Rank und spielen aber eigentlich scheiße und das ist bescheuert. Das ist bescheuert. Auch wenn es natürlich cool ist, wenn du gegen einen Global spielst, der spielt wie ein Silber. Also für dich als Gegner, aber trotzdem. Ich werde jetzt einfach Grief drücken und muss mal recherchieren, was das ist, weil das ist so echt merkwürdig, oder? Also, das kann nicht sein. Ich zeige euch noch geschwind die Dezimator. Dezimator. Diese hier gibt es am Dienstag. Seid mit am Start.
ihr Boys and Girls. Und denkt dran, es gibt jede Woche ein Subscriber-Giveaway. Also unabhängig, ob man online ist oder nicht. Also ich habe die Liste und daraus wird einfach sonntags meistens einer gezogen. Und dann schreibe ich denjenigen über die Woche, über die kommende Woche an, über Twitch. Und sage dann, hey ho, du hast also Subscriber-Giveaway gewonnen. Und schreib mir hier kurz deinen Trade-Link, dann hau ich dir den Skin raus. Na? Und ja, das war's eigentlich soweit, oder? Wollte ich noch irgendwas loswerden? Ich glaube nicht. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.